Kurz vor 6:45 kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall mit einem VW Passat. Eine 48-Jährige aus Bamberg ist von der Pödeldorfer Straße gekommen, wollte den Berliner Ring überqueren und geradeaus scheinbar Richtung Innenstadt fahren. Bereits bevor sie den Berliner Ring überqueren wollte, wurde sie bewusstlos, ist nach links abgekommen, ist den Berliner Ring überquert und ist letztendlich an einer Hauswand zum Stehen gekommen. Das Fahrzeug hat Feuer gefangen. Die 48-jährige Frau konnte sich befreien und glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt. Sie ist momentan im Klinikum Bamberg. Die Feuerwehr hat den Schaden hier abgelöscht und es ist auch am Wohnhaus leichter Schaden entstanden. Über die Schadenshöhe können wir derzeit noch keine Angaben machen.